Herzlich willkommen zu einem Video von Heyday. In diesem Video möchte ich euch mal über das Weizenfarmen aufklären, warum man es macht, was es überhaupt ist, wie am besten und welche Voraussetzungen man dafür braucht, um überhaupt Weizenfarmen zu können. Okay, fangen wir erstmal an. Was ist Weizenfarmen überhaupt? Weizenfarmen ist ein Begriff, den habe ich eigentlich in der deutschen Community richtig geprägt und der wird eigentlich weitläufig einfach nur als Farmen bezeichnet, Wheating in der englischen Community oder einfach abernten und so abgestempelt. Aber bei uns heißt es Weizenfarmen und ich denke mal, der Begriff sollte klar sein. Beim Weizenfarmen farmt man, wie auch der Name sagt, Weizen, weil Weizen ist das schnellste Produkt im Silo zum Produzieren. Das heißt, kein Produkt wird schneller auf den Feldern fertig sein als das Weizen. Und jetzt kommen wir auch schon zu dem Warum. Warum macht man das überhaupt? Nämlich, um Folgendes zu erhalten. Jetzt achtet mal darauf, was ich bekomme. Natürlich ist es ein bisschen kacke, aber neben den Sternen und so. Ich bekomme nämlich Gegenstände. Da ein Bolzen, eine Axt und eine Schraube. Also direkt schon mal drei Gegenstände und das in 2 Minuten. Ein Gegenstand davon, also jetzt, wir gehen jetzt vom Silo und vom Scheunengegenstand aus, kosten 270. Das heißt, Weizen gibt nicht nur die Gegenstände, die wir brauchen, um unsere Farm zu befreien von den Bäumen und Büschen oder um unsere Mine zu sprengen, wo wir Diamanten bekommen, welche ja nochmal viel höherwertiger sind als Geld, sondern auch zum Verkaufen, sodass wir auch Geld bekommen. Das heißt, Weizenfarmen bringt uns Diamanten, bringt uns mehr Platz in der Scheune und Silo und bringt uns Geld. Und das sind eigentlich die drei wichtigsten Sachen in Heyday, die wir brauchen. Und deswegen ist Weizenfarmen so beliebt und ich mache das deswegen auch in jedem Stream, weil alle 2 Minuten kann ich Weizen ernten und kriege einfach mal, okay, bei meinem Level sind es 2 bis 3 Produkte, einfach kostenlos dazu. Jetzt ist noch wichtig zu erklären, welche Voraussetzungen man dafür erfüllt. Also ihr müsst mindestens einen Platz in der Scheune frei haben. Wenn eure Scheune voll ist, bekommt ihr keine Gegenstände beim Weizenfarmen. Ihr bekommt so circa bei jedem 70. geernteten Feld, das variiert ein bisschen, also nagelt mich auf die 70 fest, einen Gegenstand. Im niedrigen Level ist es niedriger, so bei Level 50 bis 70 ist es ungefähr bei jedem 70. Feld und da höher steigt das dann auch ein bisschen. Ich kann es nicht genau sagen, wie viele Feldern, aber so circa bei 70 Feldern bekommt man einen Gegenstand und ihr müsst wirklich einen Platz frei haben, weil wenn die Scheune voll ist, bekommt ihr nichts. Wichtig zu merken, achtet immer darauf. Und auch dadurch habe ich mir immer eingeprägt, ich gehe nie in den Shop, also nie in die Zeitung, ohne Platz frei zu haben. Ich habe immer mindestens 10 Plätze frei gehabt, weil ich habe mich immer geärgert, wenn ich irgendwie Scheune- oder Silo-Gegenstände gefunden habe. Ja, wie macht man das am besten? Ihr werdet irgendwann feststellen, wenn ihr ganz viel Weizen farmt, dass irgendwann euer Silo voll ist. Das müsst ihr natürlich beheben. Ihr könnt natürlich Weizen ganz schön einfach verkaufen. Mehr Plätze kriegt ihr hier im Shop, indem ihr eure Farm entweder mit Facebook verbindet oder Diamanten dafür ausgibt. Diamanten dafür ausgeben würde ich nicht empfehlen. Facebook verbinden ist heutzutage ein bisschen schwieriger geworden. Aber ja, mehr Plätze kriegt ihr halt nicht anders. Ja, für wie viel Geld verkauft ihr das Weizen? Ich würde euch empfehlen für 10, so stellt ihr das am schnellsten rein. Weil die Leute gucken nicht, ob es 10 oder 1 kostet, es ist einfach egal. Weil für 10 oder 1 wird es genauso schnell gekauft. Wie halt für, ist eigentlich egal. Nur der Unterschied ist halt, dass ihr es mit 10 schneller reinstellen könnt. Für 36 würde ich euch nicht empfehlen zu kaufen, weil da gucken die Leute dann schon drauf. Die kaufen das dann eher für 10 oder für 1. Ein anderer Weg, das Weizen loszuwerden, ist natürlich hier durch die Leute, die häufiger mal zu euch zu Besuch kommen. Die wollen immer das erste und das zweitmeiste in eurem Scheunen oder Silo haben. Und manchmal kommt auch ein zufälliger Gegenstand, der irgendwo im Silo oder in der Scheune liegt. Das heißt, jetzt bei mir der Fall, die wollen entweder Weizen oder Zuckerrohr haben oder einmal random irgendeinen Gegenstand im Silo. Deswegen achtet immer darauf, dass Weizen dann bei euch an erster oder an zweiter Stelle steht. Aber wenn euer Silo voll ist und ihr Weizen farmt, sollte das natürlich der Fall sein. Oder in der Scheune hier nachdem bei mir jetzt Axt und Spitzhacke. Schaufeln erbeten die, glaube ich nicht. Bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, oder nee, Axt und brauner Zucker müsste es sein, weil ich glaube, die erbeten die ersten drei nicht. Ja, es gibt ein paar Sachen, die gar nicht erbeten. Aber das ist ein anderer Part. Noch ein weiterer Part sind die Futtermühlen.
Da würde ich, wenn ihr das Reservat noch nicht freigestellt habt, euch empfehlen, Hühnerfutter zu produzieren. Das könnt ihr verkaufen und zu Zeiten von den Botsfarmen kriegt ihr Mais auch noch billig. Das heißt, dann könnt ihr Mais für eine Münze einkaufen, 10 Stück, könnt den Rest verkaufen, der Rest dann Hühnerfutter produzieren, geht schnell. Könnt das, was ihr übrig habt, verkaufen, könnt dann auch Hühner ernten und füttern. Könnt die Eier dann auch noch verkaufen. Aber falls ihr Reservat freigestellt habt, könnt ihr auch auf Weizenbündel umgehen. Geben auch ein bisschen was an Geld, dauern aber viel, viel länger als Hühnerfutter. Das heißt, ihr könnt dann eine Futtermühle auf Weizenbündel spezialisieren und die andere auf Hühnerfutter trimmen. Dann habt ihr so einen Mix aus beiden quasi gemacht, um so das Bestmöglichste aus eurem Weizenfarm herauszukriegen. Schlecht Weizenfarm ist natürlich bei diesem Event. Ich glaube, das hassen sehr, sehr viele bei uns in der Community, weil einfach Weizenfarm nicht möglich ist, weil ihr kriegt einfach doppelt so viel Weizen wie sonst. Das ist einfach nur echt ätzend. Das ist euer Silo dauervoll. Also wenn dieses Event ist mit dreifach Crops, dann ja, versucht es erst gar nicht. Denn es lohnt sich einfach nicht, Weizen zu farmen. Macht andere Sachen. Ja, und ihr kriegt wieder Bolzen, Klebeband. Und ja, das ist so das Weizenfarmen. Habt ihr noch Fragen zum Weizenfarmen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wünsche euch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Haut rein und ciao.